Geht's euch gut, Leute? Das ist Funkübertragung und normalerweise bei Funk ist das Problem, dass man so ein Delay hat, so einen Verzug und deswegen kann man nicht Schärfe ziehen, das nervt. Aber das hier sieht richtig gut aus und die Kamera ist sogar ein paar Meter entfernt, also man muss das natürlich mal mehr testen. Aber vom Grundgefühl würde ich fast sagen, man könnte damit möglicherweise Schärfe ziehen. Ist nicht einfach direkt übertrieben geil. Es ist mega nice Wetter. Und es fühlt sich direkt nicht mehr nach Arbeit an. Ich fahre gerade zum Büro, um zu einem Dreh zu gehen, der zugegeben auch heute extrem spät startet. Das T-Shirt, Sonne. Einfach geil. Direkt gute Laune. Ich hoffe, ich muss es bald nicht wieder sagen. Bitte, bitte nicht. Ich bin nur kurz im Büro, um die Kollegen hier abzuholen, denn Hollyland hat mir deren neues ihren neuen Bildfunk geschickt, und zwar die Pyro H-Serie. H steht in dem Fall für HDMI, weil es ein HDMI-Only-Ding ist, und die haben mir einfach einen Sender mit 4 Empfängern geschickt. Brauche ich nicht. Wir nutzen die 4K-Serie. Die hat nämlich auch einen SDI-Input. Deswegen habe ich gesagt, hey Leute, ich teste das gerne, aber ich will es danach verschenken. Deswegen gibt es ein Giveaway zu den Kollegen. Wenn ihr jetzt gerade nur wegen des Giveaways hier seid, dann muss ich euch erstmal noch vertrösten. Das Ding ist, das Giveaway wird über Instagram stattfinden. Das ist nicht meine Entscheidung. Ich hätte es gerne hier gemacht, weil ich hier einfach die meiste Community habe und irgendwie halt, ne? Aber Hollyland wollte, dass wir das auf Instagram machen. Wahrscheinlich, damit die auch was davon haben. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr Interesse daran habt, einen Sender mit 4 Empfängern zu gewinnen. Vollkommen for free. Dann folgt mir jetzt schon mal auf Instagram. Da wird es in nächster Zeit mehr Infos zu geben, wie und wann. Alles gut? Ja, sicher. Ich fühle mich wie Sommerferien. Ich fühle mich so ausgeschlafen. Wow. Ein bisschen blöd für mein bestehendes Rig, weil der hat einfach alle Anschlüsse auf der anderen Seite. Das heißt, ich muss jetzt alles umdrehen. Die Anschlüsse sind alle hier Kamera links. Und ich habe so verlegt eigentlich, dass hier alles Kamera rechts ist. Aber naja, halb so wild. Also die kam jetzt pre-calibrated. Ich habe nichts machen müssen, einfach angeschaltet, Verbindung ist da und mein erster Eindruck ist, die Delay-Zeit ist richtig, richtig gut. Wisst ihr noch, heute Morgen? Ich weiß, man sieht es nicht, aber es regnet natürlich pünktlich zum Abbau. Das sieht doch irgendwie crazy aus. Guck mal noch da. Ich glaube, das kommt nicht rüber, aber es ist so ein ganz weirder Mix aus Regen und Sonne. Naja, what you gonna do? Könnt ihr mal mit zum Keylight kommen? Ja, yeah, let's do the Keylight Session. Wow. Wow, 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 wow. Hey! Hallo. Dich brauche ich nicht. Oh. Katjana,
Nee, ich kann dir erzählen. Also, es ist Scheiße, ja immer ganz wichtig. Was habe ich getan? Boah, das wird jetzt richtig lange dauern. Ich habe ja viel Zeit mitgebracht. Dass man immer auf Zoom drückt, also Auto-Zoom, weil viele Leute kriegen das nicht so hin. Das ist schon mal ein Tipp. Genau. Auto-Zoom. Auto-Zoom. Zoom. Meinst du nicht Fokus? Fokus, Zoom, ist das egal. Meinst du, also das ist Auto-Zoom? Ja, das ist wichtig, dass du das auch weißt. Also okay, als Hobby-Fotograf, es gibt aber auch noch Kameramann. Zoom. Das Zoom war mal bei einer Autowerbung von Mazda. Okay, Joscha, wie war es denn jetzt mit der neuen Holyland-Funkstrecke? Also jetzt mal ohne Scheiß, ich habe jetzt keinen riesen Unterschied gemerkt, aber jetzt, wo du sagst, finde ich ganz interessant, man merkt, es ist weniger Lag-Time. Latenz, ne? Also genau, die Latenz ist kleiner. Mit der alten Strecke hat man schon manchmal das Gefühl, dass Bild und Ton nicht ganz synchron sind. Vor allem dann, wenn man keine Kopfhörer trägt. Wenn man Kopfhörer trägt und da kommt auch eine Latenz mit, dann ist es wieder egal am Regiemonitor. Aber wenn du es ohne Kopfhörer machst und du hörst den Sound aus dem Raum und das Bild ist irgendwie eine Viertelsekunde zu spät, dann kann das komisch sein. Bringt dir das was, Maris? War das ich, keine Ahnung. Ich hab's, wolltest du das hören? Ich will hören, was die Wahrheit ist. Wie viel Latenz hast du denn? Schon so 3 Sekunden bestimmt. Au! Au! Ja, fürs Gewinnspiel, wie gesagt, müsst ihr auf Instagram. Ah, yes. Hui, draußen geht es echt ab. Oh! Hey, ich mach das. Guck mal weg! What the hell? Scheiße! Was ist denn? Jesus. Da ist Vic weggeflogen. Den müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Ich bin mit Jule zum Set gefahren und es war geiles Wetter und wir haben drüber gesprochen, was jetzt irgendwie so ansteht und was mit dem geilen Wetter in Verbindung steht. Und ich meinte, wie geil es einfach ist, dass jetzt damit die Salatsaison auch wieder losgeht. Wir haben darüber gesprochen, was sind so die besten Salate, die es gibt. Und ich meinte, das Beste, was es an Salaten gibt, ist Carinas Nudelsalat. Und dass ich ja richtig Bock drauf hätte, schön auf dem Balkon in der Sonne heute Abend Nudelsalat zu essen. Mit auf richtiges Wasser im Mund zusammen, während ich das erzähle. Jetzt regnet es leider, aber no joke! Carina hat einfach ihren elends geilen Nudelsalat gemacht. Da war keine Absprache dahinter und nichts. Das ist jetzt einfach gefühlt. Ich hab übelst Hunger. Let's go. Mehr.